Hallo Fans und Freunde der Vienna und willkommen in Dreiskirchen. Ah, da ist ein bisschen Licht, sehr gut für mich. Ja, meine Lieben, in der RLO geht es weiter in der Meisterschaft und zwar sind wir heute in Dreiskirchen. Ja, Dreiskirchen, das wird sicherlich kein Jausengegner werden. Wir werden schauen, wie gut unsere Burschen aufgestellt sind. Die Fans, die sind auf jeden Fall bereit, voll motiviert. Also ich hoffe, wir sehen ein nicht nur spannendes, sondern auch ein ereignisreiches Match mit natürlich vielen, vielen Punkten für unsere blau-gelbe Herren-Kampfmannschaft. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns hier recht zahlreich und fiebern natürlich auch einem tollen Match entgegen. Ja, dann hoffe ich, ihr schaut euch das Video an, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Nicht vergessen, auch den Kanal zu abonnieren, Glocke drücken, damit ihr immer informiert werdet, wenn wieder ein Video online geht. Also meine Lieben, schaut euch das Video an und come on Vienna! Muss man sagen, ein Auswärtsmatch mit besonderer Würze, mit einem Mann weniger für die Vienna, 1-0 gewonnen, 3 Punkte gegen Dreiskirchen gehen auf die hohe Warte zur Vienna und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht nur ich habe gebankt bis zum letzten und dann natürlich das Elfmeter-Tor gehalten, Wahnsinns-Match, irre. Die Emotionen, das war heute ganz etwas Besonderes, also ja, jeder der dabei war, der wird das bestätigen bzw. hat das miterlebt, hautnah. So spannend kann Fußball sein bei unserem First Vienna Football Club seit 1894. Meine Lieben, schaut euch die Videos an, liked die Videos und auf jeden Fall abonniert diesen Kanal, damit ihr immer aktuell informiert seid, was bei den Vienna Fans los ist, was bei dem Verein so los ist. Ja, ich kann es immer noch nicht glauben, ich bin immer noch außer Atem. Es war so emotional heute, aber es ist einfach so schön dabei zu sein, live dabei zu sein und ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich. Auch bei den anderen Matches, ob auswärts oder auf der hohen Warte. Jetzt geht's einmal nach Hause. Meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den anderen Matches und bis dahin, come on Vienna!